Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zimmerduell. Wer von euch beiden hat die größere Kulturtasche? Falsche Antwort, keine Übereinstimmung. Wer von euch beiden braucht morgens länger im Bad? Keine Übereinstimmung. Was? Ihr müsst ehrlich sein, ne? Ja. Hast du grün gemacht? Ja, klar. Wer von euch zweien telefoniert öfter mit eurer Schwester? Keiner eigentlich. Wer von euch zweien ist telefonisch schwieriger zu erreichen? Ja, da ist ein Punkt. Vamos. Wer von euch zweien redet mehr? Nicht? Nee. Ihr habt euch vorgenommen, so wenig Punkte wie möglich, ne? Wer von euch zweien kennt die besseren Witze? Ja, okay, komm. Das wissen wir ja schon. Wer von euch zweien spielt besser Tennis? Das ist der nächste Punkt. Wer von euch zweien spielt besser Tischtennis? Noch ein Punkt. Wer von euch zweien hat den besseren Linken? Ja. Eigentlich kann ich das nicht zulassen. Du weißt, was du sagst. Nein, also man muss es ja, würde ich schon sagen, genauer beschreiben, oder? Also wenn es um den Tennis geht. Ja, was ist denn präziser oder härter? Oder was machen wir? Ja, genau. Härter oder präziser? Das muss schon gesagt werden. Präziser. Präziser? Präziser. Weiß ich nicht. Nehmen wir uns beide nicht viel, würde ich sagen. So. Wer von euch zweien kann weiterlaufen? Kaum. Das ist ein Punkt. Wer gewinnt mehr Zweikämpfe gegen den anderen? Ja. Ey, das ist ja nicht dein Ernst. Ja, allein schon Kopfball. Ja, aber dann offensiv 1 gegen 1. Dann bin ich schon wieder. Ja, aber da kommen wir eigentlich nicht so in die Situation rein. Muss ich ehrlich sagen. Wer von euch zwei war früher der größere Streber? Übereinstimmung. Wer von euch bekommt mehr Liebesbriefe? Liebesbriefe. Also ich habe jetzt eine Freundin, deswegen mache ich einfach mal so. Das ist ein Punkt für euch. Wer von euch zwei spielt besser FIFA? Oh. Na, es kommt. Ist schon ausgeglichen, wenn man ehrlich ist. Wie die Statistik spricht. Ja, weil du immer mit dem besseren Team spielst. Ja, aber gut. Machen wir den Punkt wieder. Das ist ein Punkt. Und wer von euch zweien ist der Boss? Ja. Brauchen wir nicht lange reden. So. Übereinstimmung? Natürlich kein Punkt.